Alle, die nicht wissen, wer ich bin der Landwirtschaftsbetrieb Carsten Schulze. Oder der Geschäftsführer, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und das Problem, was wir gerade uns aktuell damit beschäftigen, darum war das auch mit der Spendenaktion schiefgegangen, dass das Umweltamt bei uns da ist, du den ganzen Tag am Telefon hängst wegen der Versicherung, von jedem hingetröstet wirst, oder sie gehen dann ans Telefon oder so weiter und so fort. Irgendwann kam nach unserem ersten TikTok-Video die Kontaktaufnahme wieder von der Versicherung. Wir haben direkte Durchwahl bekommen, was uns eigentlich zum Schluss jetzt nicht genutzt hat. Ich stehe jetzt gerne mal noch namentlich benennen, das ist der RNV. Jeder, der dort ist, sollte mal drüber nachdenken, was es für eine Versicherung ist. Also das ist ganz wichtig jetzt hier. Die Maschinen bei uns waren eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen versichert. Unser Makler hat das uns also bestätigt. Das Problem, auf die neueren Maschinen haben wir nur eine Haftpflichtversicherung und einen Maschinenbruch, wo ja Feuer und alles mit versichert ist. Daraufhin kommen heute Schreiben, den LKW, den Auflieger, den PKW, das Übernehmer und der Rest ist in Prüfung. Danach kam mittags Schreiben, sehr geehrter Herr Schulze, Ihren Traktor und das Güllefass im Gesamtwert von 270.000 Euro lehnen wir ab. Mit der Begründung, es ist ja nur eine Maschinenbruchversicherung drauf. Der Schlusstext ist eigentlich der, der mich noch mehr ärgert. Unten drunter steht, das Angebot von der Firma Karlag tun wir ohne Begründung übernehmen. Und ganz zum Schluss steht, wir müssten es aber nicht. So viel zu dem Thema, die RNV, die eigentlich für die Landwirtschaft ist, die ja von der Volks- und Raiffeisenbank abkommt, aber nicht hinter uns steht. Na, die RNV ist überall. Aber wir haben die Kölner Zeitung jetzt auf unserer Seite, die schreibt morgen einen schönen Artikel, dass es auch bei denen dort ankommt. Dann haben wir das nächste Problem, den Umweltschaden, was die abgebrannte Maschine ausgelöst hat. Durch Auslaufen von Öl und Diesel ist der Boden kontaminiert. Bei uns ist der Hof im Gefälle, oben ist eine Quelle, unten ist der Hegebach. Die Natur hat seinen Lauf genommen, hat das Öl mitgespielt. Das ist ungefähr jetzt der Umweltschaden, ersten Schätzungen gegenüber. Der Rest wird sich entscheiden, wenn es soweit ist, mit ca. 50.000 Euro. Wo die Versicherung ein Schreiben geschickt hat, diesen Schaden werden wir nicht übernehmen, weil es ein Vandalismusschaden ist und kein verursachter Schaden von der Maschine. Nur, dass ihr mal was drüber gehört habt, was wir gerade uns aktuell beschäftigt. Drum ist alles mit den Spendenmarathon so ausgegangen. Die Umweltbehörde stand vor mir, die Kriminalpolizei stand vor mir, das Telefon klingelt, ich sag, ich habe jetzt leider keine Zeit dafür, ich muss mit dem Amt mich beschäftigen. Und daraufhin hat er entschieden, wir möchten nichts. Und hat seinen Zeitungsartikel geschrieben. Dazu gab es dann gestern oder vorgestern Abend das TikTok-Video, wo wir das klargestellt haben, wie und warum das so war. Daraufhin hat die Morgenpost mich wieder angerufen und hat gesagt, wir denken den Speech. Und die Morgenpost hat gesagt, ihr habt uns am Pranger gestellt. Wo ich sage, nee, wir haben aufgeklärt, wie es war, was ihr geschrieben habt. Und daraufhin sollte ein Zeitungsartikel kommen, wo er das berichtigt hat. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken für alle, die uns mit unterstützen. Egal ob mit Manpower oder mit Spenden, alles Mögliche werden wir gebrauchen. Und was übrig ist, wollen wir, wie der Nick schon gesagt hat, an allen Landwirten, denn irgendwas bis jetzt wieder vorne ist oder in Zukunft wieder fährt, unterstützen. Danke.